WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 1. November 1918. Der Geburtstag des französischen Gynäkologen Frédéric Le Boyer. Mir war wichtig, dass ich mein Kind so selbstbestimmt wie möglich gebären kann, ohne äußere Eingriffe. Also ich wollte nicht auf einer Liege mit angeschlossen an irgendwelchen Kabeln liegen. Ich wollte mich frei bewegen können. Deswegen war für mich klar, ich will nicht ins Krankenhaus. Und deswegen fiel die Wahl dann recht schnell auf das Geburtshaus. Ich fühlte mich gut aufgehoben. Ich konnte mich hier fallen lassen. Ich konnte ganz bei mir sein und das war mir wichtig, dass ich in mich hineinhorchen kann und bei mir sein kann, bei mir und meinem Kind. Anita ist dreifache Mutter. Für die Geburt ihrer Kinder hat sie nie einen Kreißsaal betreten. Ihr erster Sohn kam in einem Geburtshaus in Dortmund zur Welt, die zwei weiteren Kinder zu Hause. Anita hat entschieden, mein Bauch, mein Baby, unsere Bedürfnisse. Meinst du, dass es angenehm ist, geboren zu werden? Geboren werden? Angenehm? Ja. Meinst du, dass die Kinder glücklich sind, zur Welt zu kommen? Kinder? Glücklich geboren zu werden? Was für eine Frage. Diese Fragen stellte Frédéric Le Boyer, ein französischer Frauenarzt, geboren am 1. November 1918 in Paris. Sie stehen am Anfang eines Buches, mit dem der Gynäkologe die Vorstellung von Geburtshilfe revolutionierte. Zuvor hatte Le Boyer viele Jahre in klinisch kühl gekachelten Kreissälen verbracht und hunderte Kinder auf die Welt geholt. Er betrieb die konventionelle Geburtshilfe seiner Zeit, in der Gebärende mit Schmerz- und Narkosemitteln ruhiggestellt wurden und blutverschmierte Babys einen kräftigen Klaps auf den Po bekamen, damit sie brüllten und anfingen, selbstständig zu atmen. Während all der Jahre, in denen ich als klassischer Frauenarzt gearbeitet habe, liefen die Gespräche mit den Frauen so ab. Oh, Herr Doktor, ich bekomme ein Kind, aber wissen Sie, ich habe große Angst. Und meine Antwort war, Madame, haben Sie keine Angst, ich werde das schon für Sie machen. Ich werde Sie betäuben, Sie werden nichts spüren. Und wenn Sie wieder wach sind, wird Ihr Kind bereits da sein. Oh, vielen Dank, Herr Doktor, wunderbar. Erinnert sich Frédéric Le Boyer. Irgendwann bekam ich das Gefühl, den Frauen ihre Geburt zu stehlen. Dazu hatte ich kein Recht. Ich hätte sagen müssen, Madame, ich kann nicht ihr Kind für Sie bekommen. Niemand kann das. Es ist ganz allein Ihre Sache. Le Boyer hinterfragt die Klinikgeburt, die Frauen zwar Schmerzfreiheit verspricht, aber in die Passivität verbannt. Die sogenannte programmierte Geburt, die in den 70er Jahren auch hierzulande populär wird, macht aus der Niederkunft eine Ankunft nach Plan. Wehen werden mit medizinischen Mitteln wahlweise gebremst oder gefördert, je nach Klinikkapazität und Dienstplänen. Geboren wird bitteschön an Werktagen, nicht am Wochenende. Moderne Medizin macht die werdende Mutter zur Patientin, das Kind zum Produkt, den Kreißsaal zur Kommandozentrale. In der Zeit, wo man dann Geburtshilfe sehr technisiert hat, diese programmierte Geburt gelebt wurde, da war nicht so viel Raum für die Emotionalität, da war nicht so viel Raum für das, was Geburt auch schön und wertvoll zu erleben macht. Sagt die Dortmunder Hebamme Sarah Brummelte. Sie hat sich mit den Gedanken von Le Boyer beschäftigt. Da war er natürlich schon ein Stück weit revolutionär, zu sagen, eine Frau braucht eigentlich Ungestörtheit, Ruhe, Intimsphäre, damit dieses ganze komplexe hormonelle System im Körper der Frau auch gut funktionieren kann und nicht negativ durch beispielsweise Stresshormone beeinflusst wird. 1974 veröffentlicht Frédéric Le Boyer ein Buch mit Brisanz. Es trägt den Titel Geburt ohne Gewalt. Geburt has got two significances. Geburt hat zwei Bedeutungen, gebären und geboren werden. Das eine ist das Abenteuer der Mutter, das andere das des Kindes. Vor meinem Buch war sich jeder dessen bewusst, dass es für die Mutter sehr schmerzvoll sein könnte. Um das Baby kümmerte sich niemand. Es war eine gängige Lehrmeinung, dass ein Neugeborenes nichts fühlt, weil es kein Bewusstsein hat. Wo legen wir ihn hin? Den kleinen Märtyrer, der aus der Wärme und Weiche des Leibes kommt, auf die Waage. Hart, eiskalt, metallen. Das Kind wurde wie eine Sache behandelt, nicht wie ein Mensch.
Wieder wird das Kind hochgenommen, wieder an den Füßen. Neue Reise, neuer Schwindel. Ich aber sagte, nein, von Geburt an und sogar schon davor ist das Kind ein Jemand, nicht ein Etwas. Es fühlt. Bitte behandelt es mit Respekt. So, please take it with respect. Le Boyer fordert, das Neugeborene nicht länger in grelles Neonlicht zu zerren und das junge Gehör nicht mit lauten Stimmen und Geräuschen zu verschrecken. Unsere Stimmen, unsere Schreie sind für das arme Kleine wie Millionen Donnerschläge. Le Boyer empfiehlt gedämpftes Licht und einen gut geheizten Raum, damit sich das Neugeborene an seine Umgebung langsam gewöhnen kann. Nach der Geburt solle das Baby auf dem warmen, weichen Bauch der Mutter entspannen dürfen und ihren Herztönen lauschen. Die Nabelschnur soll auspulsieren, bevor sie getrennt wird. Später, so rät Le Boyer, solle das Baby in warmem Wasser gebadet werden. Das war eigentlich so die stärkste Triebfeder, weil ich das Kind halt so schön und so sanft wie möglich in dieser Welt begrüßen wollte. Und ich mir nicht vorstellen konnte, dass es jetzt direkt danach weggenommen wird und dann irgendwie schon gebadet wird, angezogen wird und durch tausend Hände geht. Das Kind war 40 Wochen bei mir im Bauch unter meinem Herzen und es gehörte für mich natürlicherweise nach der Geburt sofort zu mir. Frédéric Le Boyer traf den Nerv von Frauen. Sein Buch Geburt ohne Gewalt machte ihn weltweit bekannt. Durch die Frauenbewegung ermutigt, besannen sich Schwangere wieder auf ihre Bedürfnisse und stellten Forderungen an die Entbindung. Und so wurde, glaube ich, schon relativ schnell umgesetzt, dass das Baby nach Geburt nicht sofort gebadet wird, sondern der Frau eben wirklich Haut auf der Brust liegen kann und ankommen kann. Le Boyer wurde als Vater der sanften Geburt verehrt. Doch eine sanfte Geburt, wie er selbst stets betonte und in seinem Buch poetisch beschreibt, gibt es nicht. Die Geburt ist ein Sturm, ein Orkan. Das Kind kommt an wie ein Schiffbrüchiger, erschöpft und abgekämpft und wird überschwemmt von einer Springflut der Empfindungen, die es nicht einordnen kann. Der Arzt hatte sich vorher nach eigenen Angaben einer Psychoanalyse unterzogen, bei der er sich mit den Ängsten und Schrecken seiner eigenen Geburt konfrontiert sah. Dies habe ihm die Augen geöffnet für die Empfindungen und Bedürfnisse des Neugeborenen. Was bei diesem Punkt sanfte Geburt für uns von Bedeutung ist, wir können versuchen, einen sanften Rahmen zu schaffen. Sagt Sarah Brummelte, die seit 20 Jahren als Hebamme arbeitet und schon viele hundert Geburten begleitet hat. Wir können versuchen, dass das Baby möglichst sanft und behutsam begrüßt wird auf dieser Welt. Wir können schauen, dass mit einer Frau sanft umgegangen wird, dass sie Ruhe findet, dass sie Unterstützung findet. Und die Begleitung, die Geburt braucht, neben medizinischen Aspekten, das Dasein, das Handhalten, das Streicheln, das Massieren oder auch das sich zurückziehen, um ihr Ruhe zu gewähren. In dem Geburtshaus, das die 41-Jährige gemeinsam mit einer Kollegin gründete, bekam auch Margali ihre Tochter. Meine Eltern waren zuerst etwas skeptisch. Freunde, die sich damit schon auseinandergesetzt haben, waren weniger skeptisch. Ich hatte dann aber auch Leute, die sehr bekräftigend waren. Hauptsächlich war, glaube ich, aber bei den meisten so, ist das denn eine sichere Sache? Weißt du, worauf du dich da einlässt? Was ist, wenn was passiert? Damals wie heute argumentieren Kritiker mit den Risiken der unkontrollierten Geburt. Dabei gibt es klare Kriterien, wann außerklinische Geburten ausscheiden. Zum Beispiel bei schweren chronischen Krankheiten oder Frühgeburten. Und noch gilt, eine Hebamme muss keinen Arzt an ihrer Seite haben, umgekehrt schon. Das Interesse an außerklinischen Geburten steigt, doch nur etwa 2 von 100 Babys in Deutschland kommen in einem Geburtshaus oder zu Hause zur Welt. Die überwiegende Mehrheit der Geburten erfolgt in Kliniken. Auch diese bemühen sich, werdenden Eltern ein Wohlfühlumfeld für die Entbindung anzubieten. Kommt es zu schweren Komplikationen, sind Ärzte und Apparate schnell zur Stelle. Auch der Einsatz naturheilkundlicher Mittel ist heute in vielen Krankenhäusern Standard. Doch mit der Philosophie von Frédéric Le Boyer hat die Realität in deutschen Kreissälen nicht viel gemein. Ja, es war
Eine Geburt, die sich sehr lange, finde ich, hingezogen hat. Eine schwere, eine anstrengende Geburt, keine schöne Geburt. Ja, halt so eine im Endeffekt typisch klinische Geburt. In einem Kreissaal, wo viel helles Licht war. Oft die Hebammen reinkamen, ja, oft nachgeguckt haben, wie ist so der Stand der Geburt. Berichtet Theresa von der Geburt ihres ersten Sohnes. Ich habe schon gedacht, so ja, die wissen, was die hier tun. Die machen das ja jeden Tag und habe mich eigentlich total in die Hände von den Hebammen und Ärzten begeben. Und ja, ich würde jetzt auch fast sagen, mich denen halt so ausgeliefert. Nee, ich habe nicht wirklich gewusst, was man so mitbestimmen kann und darf und was vielleicht gut ist und was nicht. Rückblickend empfindet sie den Umgang mit ihr während der Geburt in Teilen als übergriffig. Zum Beispiel dieses reingelaufen kommen und nicht sagen, dass dann geguckt wird, wie weit der Muttermund zum Beispiel geöffnet ist. Im Endeffekt kamen die dann einfach rein ins Kreißsaalzimmer. Zack, bums, lag ich da schon und ja, dann wurde unten schon geguckt, wie weit jetzt die Geburt fortgeschritten ist und ja, so dieses Feinfühlige hat einfach gefehlt, ganz klar. Ja, es gibt tatsächlich Übergriffigkeiten oder auch Gewalt in der Geburtshilfe. Es ist, glaube ich, schon so, dass das eine Sache ist, die nicht geplant oder bewusst passiert, die häufig durch beispielsweise wenig Personal in Kliniken bei Geburten entsteht, durch Stresssituationen oder auch durch das sehr verantwortlich sein dafür, dass Mutter und Kind gesund sind, entstehen in der Geburtshilfe solche Situationen, wo der Umgangston nicht immer der richtige ist, wo manchmal schnelle Entscheidungen nötig sind, wo nicht immer die Zeit ist, vielleicht angemessen einer Frau zu erklären, warum jetzt welcher Eingriff gemacht werden muss. Immer mehr Frauen sprechen heute über Gewalt in der Geburtshilfe. Wie schon die MeToo-Debatte zeigt, möchten Frauen Grenzüberschreitungen nicht mehr totschweigen, sondern benennen und diskutieren. Die Weltgesundheitsorganisation hat Gewalt in der Geburtshilfe als internationales Problem erkannt und 2014 zu einem Schwerpunktthema gemacht. Ein Beispiel für körperliche Gewalt in der Geburtshilfe ist beispielsweise, wenn einer Frau mit Kraft die Beine auseinandergedrückt werden, wenn das Baby kommen soll. Das ist für mich ein ganz klarer Gewaltakt. Ein weiteres Beispiel wäre, wenn Frauen Schmerzen bei Untersuchungen zugefügt werden, die nicht nötig sind, die man deutlich behutsamer machen kann, wo sich jeder beteiligte Geburtshelfer, Hebamme oder Arzt einfach selber immer wieder reflektieren muss, wie leiste ich meine Arbeit hier. Schätzungen zufolge erlebt fast die Hälfte der Gebärenden in Deutschland verbale oder körperliche Gewalt. Zeit- und Personalmangel schüren Stress und Konflikte. Während die Geburtszahlen steigen, sinkt die Zahl der Hebammen. Oft muss sich eine Hebamme im Krankenhaus um bis zu 3 Schwangere gleichzeitig kümmern. Offene Stellen können nicht nachbesetzt werden. Zudem schließen immer mehr kleinere Geburtsstationen. Sie arbeiten unrentabel. Die Fallpauschalen pro Geburt können die Klinikkosten nicht decken. Eine reibungslose Geburt ohne Intervention ist ein Verlustgeschäft. Sarah Brummelte sieht aber auch Licht am Horizont der Geburtshilfe. Aktuell ist es so, dass neue Leitlinien entwickelt werden für die Geburtshilfe, für die normale Geburt. Und da sitzen erstmals Hebammen und Ärzte an einem Tisch und bearbeiten zusammen diese neuen Leitlinien. Das ist ganz neu. Da versucht man wieder, der Geburt mehr Raum zu geben. Zum Beispiel ist es so, dass ab dem Geburtszeitpunkt, wo der Muttermund sich vollständig eröffnet hat, dass das Baby quasi jetzt nur noch rausrutschen muss, hat man der Geburt früher ungefähr 2 Stunden eingeräumt. Aber in der neuen Leitlinie wird die Zeit eher verdoppelt werden. Die Ideen von Frédéric Le Boyer sind also damals wie heute aktuell. Der französische Frauenarzt selbst hörte 2 Jahre nach dem Erscheinen seines vielbeachteten Buches auf, als Geburtshelfer zu arbeiten. Auf Reisen nach Indien spürte er dem Mysterium Geburt nach. Er schrieb weitere Bücher, die der Geburtsvorbereitung dienen und auch über die traditionelle Kunst der indischen Babymassage. Frédéric Le Boyer starb im hohen Alter von 98 Jahren in der Schweiz. Vater ist der Vordenker der Geburt ohne Gewalt selbst nie geworden. Das Neugeborene ist ein Spiegel. Es schickt uns unser Bild zurück. Es liegt an uns, ob es weint oder ob sein Eintritt in die Welt eine Freude wird. Im Zeitzeichen erinnerte Steffi ten Haven an Frédéric Le Boyer, der heute vor 100 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über das internationale Abkommen gegen Meeresverschmutzung. Zeitzeichen.
Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. wdr.de